Ja, hallo liebe Freunde und willkommen hier zu einem neuen Let's Play von mir. Und zwar spielen wir heute mal Jurassic World Evolution. Jetzt hat es eigentlich mal geklappt. Ah, meine Fresse. Ja, eigentlich ist es da, eigentlich ist es draußen. Es macht auch unheimlich viel Spaß. Ich habe sogar schon ein bisschen gezockt. Und es macht unheimlich viel Laune. In einer Sache fühle ich mich nur ein bisschen verarscht. Aber nur ganz leicht verarscht. Wisst ihr, ich habe jetzt schon angefangen, das Spiel schon zu zocken. Wir werden gleich ein neues Spiel starten müssen. Weil, das ist sehr interessant. Also ich habe erst gedacht so, es gibt, ich zeige euch es euch einfach. Ich lade meinen Spielstand auf. Und zwar heißt mein Spielstand Test. Ne? Also Test ist mein Spiel, was ich immer so ein bisschen rumzocke. Dann war den ersten Start. Ich hatte schon mal ein Let's Play davon begonnen, aber dann hat die Aufnahme und alles hat nicht so geklappt, wie ich es haben wollte. Es war auch ganz am Anfang gewesen bei der ersten Insel. Es gibt 5 Inseln. Also eigentlich 6. Es gibt aber 5 Szenario-Inseln. Und die muss man alle erstmal durchzocken, bevor man endlich spielen kann. Richtig. Ich zeige euch das einfach mal. Nee, ich bin falsch. Zack. Einfach mal ganz kurz, damit ihr wisst, was ich meine, wenn ihr euch das Spiel kaufen wollt. Also ich... So, ihr fangt also an. Erstmal mit Isla Matacero. So, mit der Insel fangt ihr an. Wenn ihr dann eine gute Sternbewertung gekriegt habt, dann könnt ihr auf Isla Nuba spielen. Wenn ihr in Isla Nuba spielen wollt, müsst ihr aber erstmal alle 5 Inseln vorher abgeschnitten haben, damit ihr dort... damit ihr dort... Auf Isla Nuba gibt es kein Geld, gar nichts, ist eine Art Sandbox. Isla Nuba ist die Insel, auf der alles begann, sowohl Jurassic Park als auch Jurassic World wurde hier errichtet. Es liegt an Ihnen, in dieser Sandbox fortzuführen, woran andere zuvor gescheitert sind. Ohne Kohle, ohne alles. Aber ihr könnt nur den Spielstand mitnehmen, den ihr hier gerade habt, ein bisschen bekloppt. Aber egal. So, das wollte ich euch eigentlich nur mal zeigen hier. Eigentlich nur mal zeigen, genau, das ging ganz schnell. So, und dann gehen wir mal wieder zurück ins Hauptmenü. Und fangen einfach mal ganz von vorne an. Wenn ihr das Spiel kauft, werdet ihr das auch haben. Ihr werdet nichts haben mit neu oder sonst was alles, sondern ihr werdet einfach in dem Spiel beginnen. Und ich probiere euch anhand meiner Fortschritte hier so ein bisschen mal zu zeigen, was alles so machbar ist. Willkommen. Ich bin Dr. Ian Malcolm. Sie haben vielleicht schon von mir gehört, oder zumindest sollten Sie von mir gehört haben, jetzt, da Sie hier sind. Vor Ihnen befinden sich die Inseln, die Sie verwalten sollen, falls Sie das können. Die 5 Tode. Wären es bloß 5 geblieben? Gott, wären es bloß 5 geblieben, ja. Wären es bloß 5 Tode gewesen. Dieser Ort ist so gut wie jeder andere. Isla Matanzeros. Relativ stabil. Ja, hier können Sie erste Erfahrungen sammeln. Und das sollten Sie auch, denn in den kalten Gewässern lauern große, wütende und hungrige Dinge. Und Sie sollten vorbereitet sein, bevor Sie sich dort hineinwagen. Also ich schätze mal, DLC-Politik hab Dank. Da wird erstmal eine ganze Menge DLCs noch auf uns eintreschen. Von Wasserdinos bis hin zu dies und das. Dieses Spiel ist richtig ausbaufähig, also hier kommt noch eine ganze Menge zusammen. Okay, gut. So, leider, ich hätte es gerne, zack, 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 so Anzeige, kriege ich das Ding denn irgendwie raus, Gameplay, Hilfe deaktivieren, ja. Symbole über Gebäude anzeigen, Symbole über Dinosaurier, das möchte ich gerne haben, Hilfeeinstellungen, Hilfe deaktivieren. Ich möchte ganz gerne, dass die Hilfe deaktiviert ist. Würde mich aber dafür nicht aufhalten, dass mir die Leute hier dauerhaft immer dazwischen labern. Indem Sie ein Hammond-Entwicklungslabor errichten. So, lasst mich erstmal hier das Hammond-Entwicklungslabor eröffnen. Bang. Sie sollten es einfach an die Seite anbauen. Aber Vorsicht vor den Dinos. Scherz, aber trotzdem Vorsicht. Ich frage mich eigentlich, was der Kerl die ganze Zeit von mir will. Der labert mich so voll. Auf den Grund Ihrer Anwesenheit. Eine zukünftige Dinosaurieranlage auf den Inseln, die auf Spanisch Las Cinco Muertes, die 5 Tode heißen. So, Las Cinco Muertes, die 5 Tode. Muss es an das bereits bestehende Wege- und Stromnetz angeschlossen werden.
Gib mal ein bisschen Gas, damit wir das mal ein bisschen überspringen können. Jetzt kommt die wahre Prüfung. Das Ausbrüten eines Dinosauriers. Sie beginnen mit einem Struthiomimus. Wählen Sie das Entwicklungslabor aus und entscheiden Sie sich für eine Brutstätte. Es sind genug Genomdaten für Ihren ersten lebensfähigen Dinosaurier vorhanden. So, ist gerade dabei. Machenschaften der Ehrgeizigen, Ausgestorbenes zum Leben erwecken, mit Naturgesetzen jonglieren. Was soll da schiefgehen? Kommen Sie, Doktor! Wir haben durch unsere Jurassic-Unternehmungen so viel erfahren und seit dem letzten Mal noch mehr in Sie investiert. Ja, Mr. Finch, ja, das letzte Mal. Es gibt immer ein letztes Mal und ein nächstes Mal. Genau, es gibt immer dasselbe. So, das Ding ist fertig. Da kommt jetzt ein Struthiomimus freilassen. Und da ist immer das erste Mal so überraschend, wenn man einen neuen Dino freilässt. Zeige ich euch einfach mal diese Grafikpracht. Es beginnt. Der kostbarste Moment. Das Ergebnis von unberechenbaren Aktionen und Reaktionen, Versuchen und Fehlschlägen, genetischen Mutationen und unvorhersehbaren Kombinationen. Chaos. All das ergibt am Ende ein lebendes, atmendes, denkendes Wesen. Lebendes, atmendes, furzendes Wesen. Sie diesen Vorgang. Gut gemacht, schätze ich. Jo, sehe ich auch so. So, das erste Tier ist da. Wow, wa? Voll die geile Attraktion. Den kleinen Scheißer würde man hier nie drinnen wiederfinden. Der Hammond-Stiftung geht es um drei Dinge. Sicherheit, Unterhaltung und Wissenschaft. Ich habe die verschiedenen Abteilungsleiter schon gedrängt, mit ihnen Kontakt aufzunehmen. Sie werden Anregungen und Gelegenheiten zur Arbeit in deren Team anbieten. Wählen Sie einen Ihrer Aufträge aus. So können Sie Ihre Anlage entwickeln. Ich persönlich bleibe bei der Wissenschaft, Unterhaltung und Sicherheit kann man nebenbei noch machen, aber ich mache mal Wissenschaft und akzeptiere das Ganze mal. Das ist unser neuer Verwaltungsdirektor. So, insgesamt haben beide denselben Schrott zu bieten. Ich bin Dr. Du. Ich leite unsere Wissenschaftsabteilung. Okay. Ja. Sie müssen sich einen Ruf in der Wissenschaftsabteilung machen. Das wird nicht einfach mit mir im Nacken, aber Sie schaffen das. Ja, Sie ja. Sie werden sich um unsere Dinosaurier kümmern und dafür sorgen, dass sie gedeihen. Ziehe ich dann das Gehege wieder hier drum rum? Im Kontrollraum von den ich denke schon weit in Fortschritten weiter. Ist immer ganz gut, sich vergrößern. Meine Einnahmen und alles kommt später alles dabei. Erstmal dieses Fossilien-Ding bauen. Haben Sie ein Auge drauf, okay? Wenn Sie innerhalb Ihrer Abteilung einen guten Ruf haben, können Sie eher von ihr profitieren. Finanziell meine ich. Aber wie im echten Leben ist das Ganze ein Balanceakt. Jede Abteilung so, wir wollen uns erstmal was holen. Und zwar wollen wir uns einen Dino holen. Nehmen Sie es schnell persönlich. Was nehmen wir denn mal? Den Edmundo finde ich ziemlich geil. Der ist total easy going. Also den Edmundo sollten wir uns als erstes erstmal, wenn jetzt nichts anderes dazwischen kommt, holen. Forschung, definitiv. Gut. Ihr erstes Expeditionsteam ist unterwegs. Sollten wir eine Krankheit erforschen. Ist wichtig. Sollten wir als erstes auch machen. Dies für die Krankheiten erforschen. So, jetzt können wir schon mal für die Gäste ein bisschen was tun. Und zwar klatschen wir den Gästen gleich im Eingangsbereich im Fastfood-Laden hin. Ihr Job ist wirklich einfach. Erschaffen Sie Dinos, die Besucher in die Anlage locken. Das bringt uns Kapital, das es uns ermöglicht, mehr Forschung zu betreiben, bessere Anlagen zu bauen und mehr Dinos zu erschaffen. Und genau darum geht es. Ein ewiger Kreislauf von Leben, Entwicklung und Rohstoff. Natur und Kommerz. Ganz einfach. Souvenirläden. Können wir daneben knallen? Sind ziemlich wichtig, dass wir die Dinger am Anfang bauen. Aber das stimmt nicht. Aufträge regieren die Welt, mein Freund. Verpflichtungen und Engagement. Schließen Sie einen Auftrag ab und Ihr Ruf bei der Wissenschaftsabteilung erhöht sich. Wodurch Sie neue, komplexere und... Kann ich euch zeigen, was das heißt? Hier sind die Aufträge. Und neuen Auftrag anfordern. So, beschaffen Sie 50%, dann kriegen wir eine Million. Eine interessante Gelegenheit für Sie. Also wenn wir 50% des Triceratops-Genomen holen, kriegen wir ordentlich
ordentlich Dings ist. So, das Ding macht keine Einnahmen, keine Ausgaben. Da wollen wir erstmal gleich auf nur Speisen rübergehen. Wir gucken mal nach. Ja, wir können das im Moment ganz schlecht timen. Ich wusste, dass sie auf meiner Wellen. Ey, lass es mal auf 27, 28 laufen. Ich sehe das nachher, wie es dann nachher läuft. Sonst habe ich die Scheiße auch so auf 30 laufen lassen und es hat ganz gut Einnahmen gebracht. So, der Souvenirshop geht auch erstmal gleich. 10, dann lassen wir den nochmal auf 30. Dazu brauchen wir ein vollständiges Genom. Ich hoffe, gucken wir mal, ob das klappen wird. Ich weiß es noch nicht. Aber bisher sind noch keine Arschlöcher hier in unserem Park, also von daher passt es noch. So, so, wollen wir mal von der Wissenschaftsabteilung uns mal was holen. Auftrag? Sie? Ja. Mit dem Ranger-Team. Dafür müssen wir das Ranger-Team bauen. Bilder von unserem Werk hier. Mit diesem Auftrag werden Sie für diese belohnt. Sehen Sie ihn sich an. So, dann bauen wir hier mal ganz klar hart ran das Ranger-Team. Was fehlt mir noch im Jurassic World? Sie also mir fehlen definitiv noch so ein paar die Sie in Ihrem Fossilienzentrum gesammelt haben. Kleine dadurch Sachen wie zum Beispiel brauchbaren Daten zur Erschaffung von Dinosauriern. Oh Gott, ja, am Anfang ist das ja auf einmal so viel. So, das dürfen wir verkaufen, das können wir extrahieren, das kostet ein bisschen Kohle, können wir auch extrahieren. Ihn extrahieren wir auch, dann haben wir schon mal so eine Anfangssache. Triceratops auch gleich mit rein, extrahieren. Und das dürfen wir noch nicht extrahieren, das sind die ersten Dinger, die wir immer kriegen. So, Triceratops sollen wir zu 50% beschaffen, dann können wir nochmal losfliegen lassen. Es gibt nicht einen Bereich, wo wir ihn nur erforschen können. Kostet uns aber auch immer Geld, wenn wir die Leute losschicken. So, mal sehen, wann die ersten Besucher hier mal antanzen. Ist denn das Ding schon offen? Betriebsbereit, kommt aber noch kein Schwanz. Naja. Typisch, dauert noch ein bisschen. So, was können wir als nächstes noch erforschen? Forschung ansehen, ich denke mal, ich werde nochmal Gebäude, Souvenirladen definitiv noch mit reinbringen, damit ich ein bisschen Kohle reinbekomme. Dann werden wir erstmal nur mit diesem Gehege erstmal am Anfang arbeiten, damit wir gut Geld verdienen. So, damit haben wir Lebensform den Edmundo gezüchtet. Den können wir genetisch noch nicht verändern. Dafür hätten wir in der Forschungsabteilung was anderes züchten müssen. Die Dinger kosten auch immer ganz schön Geld. Der hat eine Lebenserwartung von 48. Modifizieren können wir ihn noch gar nicht, ne? Nein. Können wir noch nicht. Das müssen wir noch ein bisschen erforschen. Modifikation bringt deswegen ein bisschen was, weil es dann auch an mit dem Geld auch besser aussieht. Wir würden viel mehr Kohle, viel mehr Einfluss bekommen, wenn wir ein Tier modifizieren. Und zwar etwas schicker machen. So, dann wollen wir den mal hier hinbatschen. Dann gucken wir mal, dass wir langsam mal ein bisschen Tourismus hier reinkriegen. Sieht haben wir noch 2, noch was? Strom. Nicht gut. Bauen Sie mehr Kraftwerke, ja, oder erhöhen Sie die Produktion. Zack, 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 ja. Upgrade-Platz habe ich, Ausfallverbesserung, nein, habe ich nicht. Ich bin Owen Grady. Meine Freunde nennen mich Owen. Eigentlich nennen mich alle so. Ich habe ja, Dinge gesehen, über die ich so nicht sprechen will, aber ich fühle mich den Dinos verpflichtet. Raptoren im Speziellen. Vor allem Blue und ich haben eine besondere Verbindung. So wie Claire und ich. Aber weniger kompliziert. Dass sie Owen Grady hier schon reingehauen haben, ist irgendwie, ja gut, der gehört zu Jurassic World, ne? Schade, ich glaube, mehr werden wir auch nicht hören von den Leuten. So, ich glaube mal, das werde ich hier hinbauen. Das neue Kraftwerk. So, da müssen wir das anschließen. Zum Glück können wir Stromkraftwerke einfach rüberbauen. So. Verbunden und dann haben wir jedenfalls auch ein bisschen wieder gleich Strom und das ganze Geld ist schon halbwegs weg. Jetzt müssen wir ein bisschen managen. Weil jetzt wird's schlimm. Wenn wir jetzt nicht gut managen, haben wir keine Kohle bald mehr. Wie sieht's bei den Souvenirläden aus? Null Einnahmen, null Ausgaben. Na shit, scheiße aber auch. Ja, mit einem halben Stern kommt keiner für einen kleinen Vogel, den kein Schwanz sehen kann. So, da kommt nicht keiner hier vorbei. Also müssen wir den Mundo gleich mal rausholen. Scheiß drauf, kostet mich ja nur 170. Komm, bitte mal entwickelt, damit ein bisschen mehr Leben hier in die Bude reinkommt. Ja, für dich, klein Piepmatz, will keiner kommen? Ja, du bist zu klein. Nichts Großes, nichts Tolles. Ziehst keine Besucher an. Schämst du dich gar nicht? Ja, ich habe dir noch nicht mal Fressen hingelegt, ich weiß. Bin ich ein Schwein, ne?
komm her, wir bauen dein Essen gleich mal hier hin, komm. Dann kriegst du auch was zu mampfen. Dinos, genau, wollte ich euch noch was zu erzählen. Es gibt hier ungefähr eine Art Sache, wie fühlen sich die Dinos. Der hier zum Beispiel hungrig, weil ich ihn vergessen habe, was zu essen hinzustellen. Soll sich nicht so anstellen. So, jetzt kommt ein Edmundosaurus. Und dann haben wir auch schon bald keine Kohle mehr. Dann müssen wir mit ihm sammeln gehen. Kredite können wir nicht aufnehmen. So viel schon mal vorweg. Wir hatten ja schon 3 Millionen Kredit, wir dürfen nicht noch mehr aufnehmen. Ja, ihr spielt euch eigentlich so gesehen das Geld immer selbst in die Tasche rein. Auf einmal, wenn ihr so weit seid mit den Genforschungen und dies und das alles, dann geht's richtig los. Edmontosaurus wurde erstmals in einer Grabungsstätte in Kanada entdeckt. Raten Sie mal, wo genau. Dem T-Rex schmecken diese Exemplare übrigens großartig. Yummig. Lecker, lecker. So, der Mundo ist auch da und irgendwie kommt kein Besucher hier heute rein. Doch! Zwei Spacken sind hier. Sehr schön. So, wir haben mal wieder ein bisschen was für die Fossilien. Dann extrahieren wir das mal. Das extrahieren wir auch noch. Ah, komm, das machen wir auch noch schon fertig. Dann haben wir den Triceratops zu 50% vollständig. So, wir sehen uns die Preise an. Vielleicht ein bisschen zu hoch, wa? 20 oder wollen wir mal, ja, ich muss mir das mal angucken. Wie sieht es beim Essen aus? 000, sehr schön. Pff, läuft. Gar nicht. Wie sieht es hier aus? 4 Dollar, 6 Dollar. 15, 16 Dollar. Spaß. Nee, einkaufen. So, ich weiß ja nicht, was das bringt, aber naja. So, geschafft. Jetzt sollen wir noch einen Triceratops freilassen. Wir machen große Fortschritte. Ich stehe möglicherweise an der Schwelle. Die letzte Kohle für den Triceratops aus dem Fenster schmeißen. Und ich stehe hier nicht zuletzt wegen Ihres Beitrags. Jetzt genau, das läuft gerade durch. Ausbrüten, schlüpfen lassen und aufziehen. Und keine Kohle mehr haben können. Wir machen Profit von... jo, super. Wir machen kein Geld. Das ist nicht gut. Auslastung, Verlust, Ticketverkäufe sind gerade mal 7000, ist nix. Ist ein Schiss für die Tonne. Wieder erholt sich aber bald. Bald müsste es sich ein bisschen erholt haben. Wir hätten eigentlich noch einen Aussichtsturm hier bauen müssen. Damit die Leute ein paar Dinos überhaupt mal zu Gesicht bekommen. Weil sonst sagen sie alle, wir verlassen den Park, ohne einen Dino gesehen zu haben. Wenn ihr den Spruch noch kennt, nein. Der kommt natürlich hier nicht, aber man hätte mal eins bauen können. 150, ja, die sparen wir uns noch zusammen. Und jetzt wollen wir erstmal hoffen, dass der Triceratops durchkommt, weil es kann auch mal passieren, dass einige Tiere das dann nicht schaffen. Und dann ist das Brüten umsonst gewesen. Ihr verliert die ganze Kohle und das war's, ne? Das müssen wir ein bisschen Geld zusammensparen, weil ich kann jetzt nichts gerade ausgeben. Das heißt, ich könnte eigentlich mal ein bisschen Strom und Geld vielleicht zu sparen, die Scheiße mal deaktivieren. Vielleicht spart das wirklich ein bisschen Geld. Ich weiß es nämlich nicht. So. Was haben wir hier? Brüten Sie zwei neue Dinosaurier, lassen sie schlüpfen und anschließend frei. Können wir machen. Das ist jetzt zum Beispiel die Unterhaltungsabteilung. Wenn sie niemand sieht. Antworten Sie nicht, das war eine rhetorische Frage. Ja, das können wir nicht mehr, weil wir das abgeschlossen haben. Wir brauchen mehr Besucher im Park. Ja. Schaffen Sie mehr Leute in die Anlagen. Mehr Besucher bedeuten mehr Einnahmen, Spannung und Möglichkeiten. Fresse. Ich hoffe mal, es wird bald besser. Das ist mir nicht immer so die Sache. So, den wollen wir mal ausbrüten, freilassen. So, viel Spaß mit den Triceratops. Sieht schon alles geil aus, ne? Das Gebrüll, also die Dinosaurier haben sie echt geil hingekriegt. Die neuen Exemplare, Dinosaurier, entsprechen den Erwartungen. Aber wir wollen, dass sie gedeihen. Das ist hübsch. Unsere nächste Aufgabe. Dafür sorgen, hübsch, dass hübsch, unsere Exemplare hübsch. Gut versorgt sind. Hübsch, hübsch, hübsch. Die Schwierigkeit bei Dinosauriern ist, dass sie keine Erfahrungen im Umgang mit Menschen haben. Also, ja. Erwarten Sie sich keinen Dank oder dergleichen. Nee, warum nicht? Schade. Ah, 70%. Ich finde Ihren Errungenschaften mit großem Interesse. Und ich bin etwas enttäuscht, dass Dr. Duer Sie damit betraut hat, anstatt mich einzuweihen. Ärgerlich. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Das werde ich später mit ihr besprechen. Jetzt habe ich wirklich einen Fehler gemacht. Das ist ja ärgerlich.
den zu 70% hochputschen müssen. Ich habe da nicht drauf geachtet. Ach du Kacke, was haben wir denn jetzt überhaupt? 600, das war doof. 70% hätte er erreichen müssen. Das heißt, ich muss das wieder aktivieren. Wir aktivieren es mal. Aber ich glaube, es bringt sowieso nicht mehr um Kosten, wie ich es gerade mitgekriegt habe. So. Also es bringt nur, wenn wir den Strom ein bisschen runterschalten würden. Das würde es das Einzige bringen. So, dann müssen wir doch nochmal den Triceratops ein bisschen untersuchen, ne? Kostet natürlich ordentlich Kohle, wenn wir da irgendwie hinschicken. Aber das müssen wir halt um die 70% Marke, um die 1 Million gleich mal zu kriegen. Damit wir weiterhin ein bisschen Startkapital weiterhin bekommen. Weil das Geld ist dann manchmal schneller weg, als wir gucken können. Und wie es denn hier weitergeht, sehen wir beim nächsten Mal hier bei Jurassic World Evolution. Also bis dann.